Ich habe meine Hörgeräte, seit ich 4 Jahre alt bin. Und ihnen habe ich unter anderem zu verdanken, dass ich meine Schullaufbahn ohne Probleme durchlaufen konnte, mein Abitur machen konnte und schließlich heute studieren kann. Das Hörhaus. Besser hören und verstehen. Astrologie im Gespräch. Präsentiert von Labertaler Heil- und Mineralquellen. Erleben Sie die mystische Kraft des Mondes mit unserem Labertaler Vollmondwasser. Guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zur November-Ausgabe von Astrologie im Gespräch. Wie immer aus Roding, aus der Praxis von Margit Strasser. Unser Sternzeichen des Monats ist dieses Mal der Schütze. Und der Herrscherplanet des Schützen ist ja unser Jahresregent, der Jupiter. Frau Strasser, in welchem Horoskop spielt denn Jupiter noch eine Rolle, außer beim Schützen? Nun, Jupiter hat ja bei uns allen heuer für ein sehr ereignisreiches und beeindruckendes Jahr gesorgt. Aber diejenigen, die es noch einen Tick mehr spüren, sind eben die Schützen und die Fische betonten Menschen. Unser Promi-Sternzeichen hat garantiert auch ein ereignisreiches Jahr hinter sich. Es ist nämlich Karin Bucher, die Bürgermeisterin von Cham. Aber jetzt kommt's, Frau Bucher ist im März geboren und damit Fisch. Frau Strasser, warum haben Sie sich denn im Schützenmonat Dezember einen Fisch ausgesucht? Weil der persönlichste Punkt des gesamten Horoskops, der auf Basis der Geburtsminute errechnet wird, bei Frau Bucher im Zeichen Schütze liegt. Und deshalb sollten wir bei ihr besonders schwere Schützebetonungen vorfinden. Also ein Fisch, der eigentlich auch ein Schütze sein könnte. Mal sehen, was Frau Bucher dazu sagt. Wir haben sie nämlich besucht. Karin Bucher ist am 1. März 1965 um 3 Uhr nachts in Cham im Zeichen des Fisch geboren. Dass sie eine starke Schützebetonung im Horoskop hat, war ihr nie bewusst. Mal sehen, ob die typischen Schütze-Eigenschaften auf die Chamer Bürgermeisterin zutreffen. Frau Bucher, man sagt der schützebetonten Menschen nach, dass sie einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn haben. Ist das bei Ihnen auch so? Das trifft den Nagel auf den Kopf. Also ich habe einen richtigen Gerechtigkeitsfimmel. Ich bin der Meinung, dass man Menschen vieles sagen kann, wenn sie das Gefühl haben, sie werden nicht schlechter behandelt als andere in der vergleichbaren Situation. Das war auch der Grund, warum ich nach meinem Studium zum Staat gegangen bin und nicht Rechtsanwalt geworden bin, weil ich dachte, beim Staat kann man das eher, die Gerechtigkeit hier verfolgen. Frau Strasser, was sagen Sie da dazu? Schön, dass sich die Frau Bucher da wiederfindet. Generell ist es so, dass das Schützeprinzip eigentlich so ein, ich sage immer scherzhafterweise, so ein kleines Weltverbesserungssyndrom beinhaltet. Und da ist es so, dass man also spannungsreich das so leben kann, dass man praktisch seine eigenen Weltbilder irgendwo einfach unbedingt durchsetzen will. Und auf der positiven Seite ist es so, dass man da eine totale Fähigkeit hat, sich für Schwächere und Benachteiligte einzusetzen, was bei Ihnen ja doppelt betont ist, weil der Fisch noch dazukommt und der macht es etwas sensibler als das vorige Zeichen Schütze. Da komme ich gleich zum nächsten Punkt. Schütze betonte Menschen und natürlich auch Schützen, die sagen ja oft unverblümt ihre Meinung und leider ecken sie dann oft damit an. Passiert Ihnen das auch manchmal? Das passiert mir sehr oft. Mir wird ja nachgesagt, dass ich erstens mal stur bin und zweitens manchmal undiplomatisch. Ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube und ich bin der Meinung, wenn die Menschen das Gefühl haben, dass der Gesprächspartner wirklich ehrlich zu ihnen ist, dann ist es langfristig viel, viel besser, als wenn man ja Honig um den Maul schmiert. Frau Strasser, das ist so bei den Schützen, oder? Schmieren dann keinen Honig ums Maul. Nö, das geht praktisch gar nicht, ne? Diese kleine, ich nenne sie immer Predigerkonstellation, also die ist einfach so, die entwickelt sich so, dass man sagt, natürlich kann man es dazu benutzen, dass man einfach andere gern sagt, wo es lang geht. Aber auf der anderen Seite, positiv gesehen, ist es einfach eine Fähigkeit, wo man andere motivieren kann, wo man überzeugen kann und wo man schützemäßig einfach begeistern kann für die gute Sache.
Ich muss jetzt nochmal für unsere Zuschauer, dass da keine Verwechslung gibt, nochmal betonen. Frau Bucher ist Fisch, aber sie hat eine Schützebetonung. Und die Schützen und die schützebetonten Menschen, die haben einen großen Freiheitsdrang. Wie wichtig ist Ihnen Freiheit? Absolut wichtig. War auch einer der Gründe, warum ich nicht geheiratet habe. Freiheit ist mir wichtiger als jetzt vielleicht eine noch größere politische Karriere. Ist auch der Grund, warum ich keiner Partei beigetreten bin und das auch nie tun werde, weil ich einfach meine eigene Meinung vertreten will und nicht die eines anderen. Und da verzichte ich auch gern mal auf so ein bisschen was anderes. Ist das so bei diesem Sternzeichen und bei den Sternzeichen, die den Aszendenten haben? Freiheit und Unabhängigkeit ist eigentlich das Schütze-Schlagwort schlechthin. Und das ist so ein kleines Ich-muss-weg-hier-Syndrom. Das heißt also an die Kette legen oder dementsprechend an eine Partei oder was auch immer legen, flüchten die meisten Schützen. Das ist absolut so. Und es ist aber auf der anderen Seite positiv erlöst auch so, dass diese Menschen, die die Freiheit für sich so zu schätzen wissen und die nicht aufgeben wollen, auch anderen Menschen diese Freiheit dann zugestehen. Und das ist die tolerante Seite. Schützen und schützenbetonte Menschen sind gerne offen für alternative Themen und interessieren sich ja oft für Sachen, die zwischen Himmel und Erde passieren. Sie wahrscheinlich auch, sonst wären Sie ja heute nicht bei Astrologie im Gespräch, oder? Ja, also ich bin grundsätzlich ein sehr, sehr neugieriger Mensch. Ich will immer alles ergründen. Und da gibt es natürlich gerade in diesem Bereich zwischen Himmel und Erde viele Dinge, die die moderne Wissenschaft noch nicht ergründen kann. Und da möchte ich schon ein bisschen Einblick bekommen, aber eben auch nicht gleich alles glauben, was hier vertreten wird, sondern einfach möglichst viel darüber wissen, darüber lernen und nachprüfen können. Frau Strasser, Sie haben jetzt das Schlusswort. Das Schützeprinzip ist ja das Sinnsuchende schlechthin. Also da ist wirklich so eine natürliche Fähigkeit für religiöse, spirituelle, philosophische Dinge in die Wiege gelegt. Kann man unerlöst natürlich in dem Sinn leben, dass man also praktisch sein eigenes Glaubensbild zur Überzeugung macht, was wir jetzt zum Beispiel negativ erleben in diesem Jahr. Jetzt, wenn man das Beispiel IS mal anschaut, das ist leider eine absolute Schützeentsprechung. Auf der positiven Seite ist es so, dass man übergeordnete Prinzipien des Lebens sucht, verstehen kann und dann auch im zweiten Schritt die Fähigkeit hat, das auch anderen verständlich zu machen. Darum geht's. Frau Bucher, ich hoffe, Ihnen hat das jetzt ein bisschen weitergeholfen und Sie beschäftigen sich jetzt intensiv mit Ihrem Horoskop und ich bedanke mich bei Ihnen für das ehrliche Gespräch. Ja, gern. Danke. Tja, auch wenn Frau Bucher im Sternzeichen Fisch geboren ist, sieht man, wie wichtig der Aszendent Schütze ist. Frau Strasser, es wird aber vielen Menschen so gehen, dass sie gar nicht wissen, welchen Aszendenten sie haben, oder? Leider wissen es die meisten Menschen nicht, was so schade ist, weil im Lauf des Lebens diese Energien immer mehr eine große Rolle spielen. Wenn jemand wie Frau Bucher eine starke Schützebetonung hat, dann hat er auch einen großen Feueranteil im Horoskop. Was bringt uns denn das Feuer? Feuer steht im Horoskop bei uns allen für Tatkraft, für Vitalität und einfach unsere Lebensfreude. Tja, Vitalität und Lebensfreude kann man aber nur ausstrahlen, wenn man gesund ist. Und deswegen sprechen wir auch heute über den Schützen und seine Gesundheit. Jetzt machen wir aber erstmal eine kleine Pause. Bis gleich. Zeit für moderne Inspirationen. Die Fliesenwelt von Raab Karcher in Neutraubling, Abensberg und Schierling. Die schönste Zeit des Jahres auf dem Regensburger Christkindlmarkt erleben. Genießen Sie auch dieses Jahr die vorweihnachtliche Atmosphäre auf dem Neupfarrplatz und im Herzen der Altstadt. Vom 23. November bis zum 23. Dezember. Da sind 50 Euro für Sie drin. Mit der REWAG Energiesparprämie für neue Haushaltsgeräte A+++. Jetzt lohnt sich der Neukauf von Kühlschrank und Co.
Einfach ein Gerät der Energieeffizienzklasse A++++ kaufen, Antrag ausfüllen und Energiesparprämie sichern. Noch bis zum 31. Januar. Fürstlich in den Advent. Für einen Monat Mittelbayerische für nur 9,99 Euro lesen. Wir schenken Ihnen ein Ticket für den Weihnachtsmarkt auf Schloss Thurn und Taxis. Mit Glühweingutschein und Romantikgarantie. Abo unter 0800 207 207 0. Die Werkführungen bei uns sind schon was Besonderes. Man kann den Menschen zeigen, was wir in der Region Regensburg Tolles schaffen. Das Roboterballett fasziniert einfach jeden. Und für die Kinder ist es sowieso das Größte. Die kriegen jedes Mal große Augen. Ein bisschen BMW steckt eben in jedem von uns. Für die Region, für uns alle. Das BMW Group Berg Regensburg. Besuchen Sie uns. Suchen Sie Ihr Traumauto nicht im Internet. Kommen Sie gleich zu uns. Top-Gebrauchte, Top-Marken, Top-Angebote. Schindelbeck, jetzt auch im Donau-Einkaufszentrum. So schenkt man heute. Der Altstadtzehner der Regensburger Altstadt. Ein Gutschein, 1000 Möglichkeiten. Mit dem Altstadtzehner verschenken Sie die Vielfalt der Regensburger Altstadt. Alle Informationen zum neuen Altstadtzehner finden Sie unter www.faszination-altstadt.de. Da sind wir wieder zurück bei Astrologie im Gespräch. Unser Sternzeichen des Monats ist heute der Schütze. Frau Strasser, welche Gesundheitsthemen sind denn beim Schützen relevant? Ganzheitlich in Verbindung stehen im Zeichen Schütze die Oberschenkel und die Organe Leber und Galle. Das klingt ja so, als ob die Schützen besonders auf eine gesunde Lebensweise achten müssten, oder? Die müssen nicht mehr oder weniger auf die gesunde Lebensweise achten. Es geht nur darum, dass Menschen mit diesen Betonungen einfach in den Bereichen häufig reagieren. Und wenn wir ganz kurz auf die Leber kommen, geht es darum, dass natürlich die gesunde Lebensweise dazu kommt. Natürlich wichtig ist, ob ich Medikamente nehme oder nicht, besonders chronisch. Und auf jeden Fall ist es sehr wichtig, die seelischen Themen anzuschauen, wenn man Probleme auf dem Gebiet hat. Besonders Ängste können sich also wirklich ganz, ganz stark auf der Leber niederschlagen. Die gute Nachricht ist allerdings, wir haben eine riesengroße Regenerationsfähigkeit bei diesem Organ, was man dann auch wirklich mit ganzheitlicher Therapie wieder wunderbar in den Griff kriegen kann. Ja, liebe Schützen, auch Sie dürfen sich hin und wieder mal ein Glas Wein gönnen. Frau Strasser, jeder Monat hält ja aus astrologischer Sicht immer gute und schlechte Zeiten für uns bereit. Auf was müssen wir in den nächsten 4 Wochen achten? Wir sollten darauf achten, dass wir nicht irgendwo in die Übertreibung reinkommen, also ganz einfach aus einer Mücke einen Elefanten machen. Wir sollten aufpassen, dass wir nicht Recht haben wollen, nur um das Recht haben Willens. Und es ist eine Neigung dazu, so auf einem etwas hohen Ross zu sitzen und leicht gern auf andere etwas herabzusehen. Ja, aber wenn wir dann von unserem hohen Ross heruntergekommen sind, gibt es doch bestimmt Dinge, die uns besonders gut gelingen, oder? Die gibt es auf jeden Fall. Und zwar können wir während dieser Zeit wirklich neue Einsichten und Erkenntnisse gewinnen, die uns wirklich gut tun. Es ist eine gute Zeit, um Dinge direkt anzusprechen, wo man oft so den Bogen außen drumherum macht und dann auch kompromissfähige Lösungen dafür findet. Und es ist eine prädestinierte Zeit, um zum Beispiel zu reisen. Und wer, egal aus welchen Gründen, nicht reisen kann oder möchte, der sollte einfach ein gutes Buch zur Hand nehmen und sollte damit schützegemäß einfach in diesem Monat seine neuen Horizonte entdecken können. Das klingt doch ganz gut. Liebe Zuschauer, das war die November-Ausgabe von Astrologie im Gespräch. Wenn Sie Fragen zur Sendung haben, können Sie wie immer eine Mail schreiben an astrologie@tvaktuell.com. Die nächste Ausgabe gibt es dann am 22. Dezember. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine tolle Zeit. Machen Sie es gut. Schönen Abend.
Astrologie im Gespräch. Präsentiert von Labertaler Heil- und Mineralquellen. Erleben Sie die mystische Kraft des Mondes mit unserem Labertaler Vollmondwasser.